du bist, kann ich sein. Nur mit dir find ich heim, weil du lebst, lebe ich ab heute für dich, weil du sprichst, kann ich hören. Weil du rufst, zu dir gehören. Weil du tust, tu auch ich, durch und für dich. Und ich tauch mit dir ein, so tief es nur geht. Steige mit dir empor, wo die Ewigkeit steht. Du taufst mich hinein in ein Leben mit dir. Alle sollen es sehen, ich gehöre zu dir, weil du starbst. Bin ich frei, weil du mir vergabst, riss der Vorhang in zwei. Du gabst alles für mich, hast bezahlt und gesühnt, und ich hab's nicht verdient. Und ich tauch mit dir ein, es nur geht, bin geheiligt und rein, weil dein Name auf mir steht. Und du tauchst mich hinein in ein Leben mit dir. Alle sollen es sehen, ich gehöre nur dir. Ich weiß, I know that Jesus walks with me, dass Jesus mit mir geht. He guides my walk over the sea, mich aus den Fluten reißt. Even if I'm down or I'm afraid, wenn mein Mut mal untergeht. And I know I'm free because he paid, sage ich heute ja. Nimm das Geschenk heute an, das nur Gott geben kann. Und ich stimme Geist erfüllt. Ja, du führst mich hinauf in ein Leben mit dir. Ich bleibe an Gottes Hand. Ich gehöre nur dir. Ja, Franziska Hauke nahm im September 2017 das Geschenk Gottes an. Sie sich taufen und tauchte damit in ein komplett neues Leben ein, als Gottes geliebtes Kind. Sie tauchte ein in ein erfülltes und spannendes Leben an der Hand seines Sohnes Jesus Christus. Aus der gut beschäftigten, reinen Eventbank von Franziska und ihrem Mann Reinhard wurde nun zusätzlich noch eine gefragte christliche Band. Und dieses Sendeformat, Gottimpuls, wurde auf ihre Initiative und dank des Betreibers von Altenburg TV, Mike Langer, ins Leben gerufen. Ich bin Wolfgang Bönsch und als Rentner ehrenamtlich als Lektor in der evangelischen Kirchengemeinde Altenburg aktiv.
Ich selbst bin erst nach vielen Gesprächen und Diskussionen mit einem Christen und nach reiflicher Überlegung mit 41 Jahren in mein neues Leben an der Hand Jesus Christus eingetaucht. Und ich muss euch sagen, wenn du beginnst, Jesus nachzufolgen, ändert sich dein ganzes Leben. Du bekommst eine neue Identität, die sich auf alle Lebensbereiche auswirkt. Nichts bleibt, wie es war. Es ist einfach der Hammer. Franziska, Rainer, könnt ihr das bestätigen? Absolut. Wenn mir damals als selbstständiger Unternehmer einer gesagt hätte, dass ich selber mal auf einer Kirchenkanzel stehen und begeistert das Evangelium predigen würde, hätte ich dem nur den Vogel gezeigt. Nun gut, heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Einflüsse das Christentum auf unsere Gesellschaft hatte und noch hat und was Christen nach Aussagen der Bibel zu erwarten haben. Warum es sich unbedingt lohnt, sich mit dem christlichen Glauben näher zu beschäftigen und selber ein Christ oder eine Christin zu werden. Dass man das Wichtigste und Beste in ihrem Leben versäumt, wenn einem Kirche und Glauben nicht die Bohne interessiert. Aber dabei ist es ja auch gar kein Wunder. Denn ganz viele wissen ganz einfach nicht, was sie da versäumen. Und was am christlichen Glauben denn so Besonderes dran sein soll. Bei einem Fußballverein, Gesangverein oder Heimatverein wissen alle, was so grundsätzlich gemacht wird und können sich so entscheiden, ob sie da vielleicht mal hingehen und mitmachen wollen. Aber von Kirche wissen sie einfach nicht mal das Nötigste. Wissen oft nicht mal, was im Advent zu Ostern, Himmelfahrt oder gar zu Pfingsten gefeiert wird. Und warum? Weil man ihnen vor allem zu Zeiten der kommunistischen Herrschaft beigebracht hat, dass das Christentum eine Dummheit sei, falsch und völlig unhistorisch, ja, sogar Opium für das Volk sei, um es dumm und gefügig zu halten. Und weil Christen auch gar nicht über ihren Glauben öffentlich sprechen durften, ja große Nachteile in Kauf nehmen mussten, wie zum Beispiel keinen Studienplatz zu bekommen, oder erst recht keine Anstellung als Führungskader, bloß weil sie halt Christen waren, sich taufen und konfirmieren ließen und sonntags zur Kirche gingen. Und dabei haben leider viele Christen verlernt, frei, selbstbewusst und fröhlich und unbefangen über ihren Glauben mit den Menschen zu reden. Dabei ist es doch eine ihrer Hauptaufgaben, wenn nicht sogar die allerwichtigste Aufgabe, genau das zu tun. Jesus sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das haben seine Jünger übrigens und Nachfolger dann ja auch getan. Und deshalb hat der christliche Glauben auch unter schwersten Anfeindungen und der Verfolgung und Tötung unzähliger Christen die ganze Welt umrundet. Jesus selber hat übrigens kein einziges Wort aufgeschrieben und war gerade mal 3 Jahre lang als Lehrer im jüdischen Volk, allein im jüdischen Volk unterwegs. Trotzdem sind seine Worte meist durch Augenzeugen aufgeschrieben worden. In der Bibel, im Neuen Testament. Mittlerweile ist die Bibel oder Teile davon in über 1500 Sprachen absolut wortgetreu übersetzt worden. Allein im letzten Jahr 2019 wurden 40 Millionen Bibeln in aller Welt verbreitet. Die Bibel ist also der mit weitem Abstand größte Bestseller aller Zeiten. Ihr Lieben, das muss doch schon rein logisch triftige Gründe haben. Warum? Weil der Glauben eben nur aus der Predigt, also der Information, kommen kann. Wie der erste große christliche Lehrer und Gemeindegründer, der Apostel Paulus im Römerbrief, schreibt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und
So kommt der Glaube aus der Predigt, also die Argumente und die Informationen. Also kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen, aber durch das Wort Christi, welches jeder in der Bibel nachlesen kann. Und Predigt meint nicht nur die Predigt am Sonntag in der Kirche, sondern dass man über den Glauben frisch, fromm, fröhlich und frei mit anderen redet, argumentiert und diskutiert. Vor allem auch mit Menschen, die wenig oder nichts vom Glauben wissen. Wie und an was oder an wen soll man denn glauben, wenn man nichts davon weiß? Und was bringt mir das? Eine der zentralsten Fragen der heutigen Menschen müssen wir beantworten lernen. Was bringt mir das? Und da hat das Christentum unglaublich viel Gutes für ein gelingendes persönliches Leben und unsere ganze Gesellschaft zu bieten. Folgende positiven Auswirkungen wurden bei vielen wissenschaftlichen Untersuchungen unter gläubigen Christen, die fröhlich und ernsthaft zu ihrem Glauben stehen, in der ganzen Welt herausgefunden und dokumentiert. Christen sind im Allgemeinen weniger krank und leben im Schnitt länger. Gläubige Christen müssen sich weniger Sorgen machen, können anderen Menschen vergeben und sind leidensfähiger. Christen sind im Allgemeinen zufriedener mit ihrem Leben und sind glücklich damit. Christen sind niemals allein, da Gott immer mit ihnen und immer ansprechbar ist, ganz egal in welcher Situation. Sie haben immer einen göttlichen Beistand, auch in größter Not. Gläubige Christen lassen sich seltener scheiden und setzen in der Regel mehr Kinder in die Welt. Christen mischen sich positiv in die Gesellschaft ein, kümmern sich persönlich sehr um benachteiligte und kranke Menschen und sie spenden und teilen mehr. Egal wo Christen auf der Welt hingehen, werden sie von anderen gläubigen Christen herzlich als Geschwister an- und aufgenommen. Christen sind gute Staatsbürger, weit weniger in Gefahr, kriminell zu werden. Sie sind meist zuverlässigere Arbeitnehmer und mobben Kollegen und Mitschüler weniger. Christen haben das Schulsystem und die Universitäten erfunden. Karl der Große hat schon um das Jahr 800 erkannt und postuliert, erst kommt das Wissen, dann das Tun und hat die Klöster angewiesen, Kinder auch aus nichtadligen Familien zu unterrichten. Christen haben die Diakonie, also die Krankenhäuser, Alteneinrichtungen und Waisenhäuser erfunden. Christen haben das deutsche Bundgesetz maßgeblich gestaltet und haben das Wertefundament der Europäischen Union mitbegründet. Gegenden und Regionen weltweit, in denen viele gläubige Menschen leben und ihren Glauben praktizieren, sind in der Regel auch wirtschaftlich besser dran. Man kann auch sagen gesegnet und haben ein niedrigeres Kriminalitätsgefälle. Man vergleiche dazu nur mal in Deutschland Baden-Württemberg mit Bremen. Oder im Osten Deutschlands Sachsen mit Brandenburg. Dazu schreibt zum Beispiel auch der Politologe und bekannte Publizist Andreas Pittmann. Überdurchschnittliche Leistungs-, Vertrauens- und Verantwortungsbereitschaft, Gesetzestreue, Sparsamkeit und Selbstdisziplin, Gesundheit und Zufriedenheit machen die Gläubigen zu einer Werteelite mit ökonomischer Relevanz. Machen die Gläubigen zu einer Werteelite mit ökonomischer Relevanz. Im Klartext: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben sehr viel davon, wenn Menschen Christen sind. Und Püttmann begründet seine Beschreibung, die ja ein regelrechter Affront gegen den Zeitgeist ist, seriös mit zahlreichen Studien und Umfragen, unter anderem der Bertelsmann Stiftung und des Allensbacher Instituts. Ihr könnt selber nachgoogeln. Sollten die Christen da nicht selbstbewusster durchs Leben gehen? Und sollten nicht
Christen da nicht höchstes Interesse zeigen und neugierig sein, warum das alles so ist? Da müsste doch eigentlich die ganze Gesellschaft und Politik laut fordern, lasst uns alle Christen sein. Ja, gläubige Christen zählen, wie uns die Bibel sagt, als Kinder, Erben und Botschafter Gottes, des Schöpfers und Herrschers des Universums eigentlich zur gestalteten Elite dieses Planeten. Und wie kann man nun selber eines dieser Kinder, Erben und Botschafter Gottes werden? Ganz einfach. Die Bibel fragen, die Bibel lesen. Dort im Matthäus-Evangelium in Kapitel 22 erläutert Jesus selbst die Grundvoraussetzung dafür. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, darum dreht sich alles in der Bibel. Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst ist die zentralste Aussage der Bibel überhaupt. Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst, das hört sich einfach an, ist es aber näher betrachtet keineswegs. Alleine das, wie oft habe ich schon innerlich meinem Chef, Kollegen, Nachbarn und so weiter die Pest an den Hals gewünscht. Wie oft habe ich schon Dinge erzählt und behauptet, die doch ein bisschen anders waren. Wie oft habe ich schon über Nichtanwesende unter Freunden, über sie gelästert. Wie oft schon habe ich Gott selbst angeklagt, weil mir zum Beispiel eine wichtige Sache den Bach untergegangen ist. Wie oft schon habe ich, Punkt, Punkt, Punkt. Jeder und jede mag mal darüber nachdenken. Und je mehr wir das tun, da kommt jede Menge zusammen. Und das sind ja noch nicht mal die wirklich schlimmen Sachen, die ich schon so in meinem Leben verbockt habe. Puh. Genau genommen muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich allein schon dieses simple und leicht zu begreifende Gebot von der Liebe zum Nächsten niemals dauerhaft werde einhalten können. Aber jeden Verstoß gegen ein Gebot nennt die Bibel Sünde, was da heißt Zielverfehlung. Ich habe zum Beispiel Gottes Wunsch und Ziel verfehlt, meinem Nächsten gegenüber fair zu sein, wenn ich hinterrücks über ihn gelästert habe. Im Übrigen hat Gott da keinen nach der Schwere der Verfehlung gestaffelten Bußgeldkatalog, sondern Sünde ist für ihn Sünde. Egal, ob das nun Ehebruch oder ein bisschen Lästern ist. Und da lesen wir nun in der Bibel, auch im Paulusbrief an die Römer im 6. Kapitel, den sehr krassen Satz. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Puh. Wie komme ich nun aus dieser Nummer raus, wo ich doch ganz genau weiß, dass ich niemals ohne Sünde leben kann? Dass ich immer wieder und wieder mal Gottes gute Ziele mit mir verfehlen werde. Gott sei Dank geht dieser Satz aber weiter mit. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was meint nun die Gabe Gottes in Christus Jesus? Dazu möchte ich eine kleine Allegorie erzählen. Einem Richter wird aufgrund eines Fehlers bei des Gerichtsmanagements die eigene Tochter vorgeführt. Sie wurde bei einem schweren Ladendiebstahl erwischt. Die Zuschauer im Gerichtssaal sind natürlich nun sehr darauf gespannt, ob der Richter wohl seine Tochter besonders milde bestrafen wird. Aber nein, er brummt ihr die im Gesetz stehende Geldstrafe in voller Höhe auf.
obwohl er weiß, dass sie diese als Studentin nicht bezahlen kann. Denn auch als Richter steht er nicht über dem Gesetz und muss dem Gesetz entsprechend handeln und richten. Als nun aber die Verhandlung vorbei ist, zieht der Richter seine Robe aus, geht zur Gerichtskasse und bezahlt die Strafe für seine Tochter aus dem eigenen Portemonnaie. Und genau das hat Gott gemacht. Er hat unsere Strafe selbst auf sich genommen. Er hat dafür bezahlt. Er selbst hat nämlich schon in den ersten Kapiteln der Bibel den Tod als Sold der Sünde verfügt und zum Gesetz gemacht. Und auch er stellt sich nicht über sein eigenes Gesetz. Aber weil er uns und seine Geschöpfe ganz genau kennt, weiß er, dass wir niemals sündlos leben können. Also alle den ewigen Tod erleiden müssten. Deshalb kam er selbst als Jesus Christus vor 2020 Jahren in unsere Welt, lehrte uns 3 Jahre, wie wir ein erfülltes Leben führen können und nahm unsere und auch deine Schuld am Kreuz von Golgatha auf sich und starb einen schrecklichen Tod. Aber Jesus blieb nicht im Grab, sondern stand am 3. Tage wieder auf, wofür es übrigens viele Augenzeugen gab. Wir feiern das an Ostern. Jesus sagt uns dazu im Johannesevangelium: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und weiter sagt er: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und vom Jesus Jünger Johannes lesen wir: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott selbst hat dafür die Schuld am Kreuz bezahlt. Wer nun also nicht nur Sündenvergebung und ein ewiges Leben mit und bei Gott haben möchte, sondern auch ein erfülltes, spannendes und tief befriedigendes Leben schon im Hier und Heute haben möchte, der sollte sich eine Bibel kaufen und sich einen Christen schnappen und mit ihm darüber reden und diskutieren. Aus eigener Erfahrung kann ich nur dazu ermutigen, denn das ist auf jeden Fall spannend, interessant und macht auch Spaß. Und an meine Mitchristen gerichtet: Stellt euer Licht doch nicht unter den Scheffel, sondern wagt euch aus eurer Deckung heraus und traut euch. Ihr habt doch die tollste Botschaft der Welt, um sie euren Mitmenschen näher zu bringen. Und selbstverständlich stehe auch ich selbst gerne Rede und Antwort auf Ihre, auf Eure, auf Deine Fragen. Meine Mailadresse und Telefonnummer kann man im Abspann lesen. Genießt nun zum Abschluss aufmerksam Franziskas tolles Lied. Dein Leben ist mit allem, was du willst. So kennt dich dein Gott. Er nimmt dich einfach an, nimmt alle Schatten fort, indem er auf die Erde kam. Jesus ist die Wahrheit und der Weg. Jesus ist das Leben, denn er lebt. Glaub mir, Gott kann dir noch heute geben.
begegnen. Er weiß schon lang vor dir, wohin du gehst. Da, wo du jetzt stehst, kann er dich segnen. Auch wenn du manches nicht verstehst, es braucht gar nicht viel, nur eine Entscheidung. Sag zu Gott, komm, zeig mir, wo du bist. Es kommt nicht an auf Intellekt und Kleidung. Du hast einen Gott, der lebendig ist. So wie er dich liebt, so wie er dich kennt, so wie er dir vergibt, so wie er dir das Leben schenkt, so ist nur dein Gott. Nimm ihn heute an, am Kreuz, da ist der Ort, wo er auch deine Sünde nahm. Jesus ist die Wahrheit und der Weg. Jesus ist das Leben, denn er lebt. Glaub mir, Gott kann dir noch heute begegnen. Er weiß schon lang vor dir, wohin du gehst. Da, wo du jetzt stehst, kann er dich segnen. Auch wenn du manches nicht verstehst, es braucht gar nicht viel, nur eine Entscheidung. Sag zu Gott, komm, zeig mir, wo du bist. Es kommt nicht an auf Intellekt und Kleidung. Du hast einen Gott, der lebendig ist. Du musst noch gar nicht alles heute verstehen. Der Herr wird dich schon führen, du wirst sehen. Glaub mir, Gott kennt alle deine Zweifel. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Du kannst ja zur Wunderwaffe greifen. Erzähl ihm alles im Gebet. Glaub mir, Gott kennt alle seine Kinder. Lieb dich, weil du eines davon bist. Und du bist jetzt frei und nie mehr Sünder. Denn du hast einen Gott, der barmherzig ist. Ja, du hast einen Gott, der lebendig ist. Ja, du hast einen Gott, der unendlich ist. Ja, so wie du jetzt bist, kannst du zu Gott kommen und eintauchen wie Franziska in ein wunderbares neues Leben. Nun wünsche ich euch allen gottesreichen Segen. Tschüss.